Buch Esoterik Studio. Kenkedau Mi Su. Mystische Objektivität. Gehört es für Tee und Testen bis Sigu auch dazu, dass zwischen Quang und Si und Sheng Situation, Zustand oder Können eben auch das Thema Zeitlupe im Kung-Fu auftaucht. Und da ist es wichtig, dass man erkennt, dass ein Vierzeiler in den Schriftzeichen immer ein Risiko darstellt. Und das Risiko auf dem Lebensweg es erlaubt, die Schriftzeichen zu verändern, bis der Vierzeiler eine Geschichte erzählt. Dann ist das Risiko zuweisungsfrei und die Nächstenliebe wieder garantiert, weil die Zuweisung sich sonst zur präsenten Situation zuspitzen würde. Dazu muss man noch mehrere Schriftzeichen benutzen, wie So, Okkupation, auch in Ti oder Sio, Test oder Basta. Oder eben Che, Melodramatik, im Vierzeiler geschichtsfrei zu verbleiben und sich eben in Zuweisung und Ja-Sagerei begeben. Dazu wird die Geschichte ganz, ganz langsam geturnt, meinetwegen. Gottesanbeterin fliegt ein Stück oder Tiger springt über den Berg und die Geschichten dieser Bewegung, dieser langsamen Bewegung, werden dann auch in aufgebauschte Geschichten erzählt, damit das irgendwie fantasieanregend oder humorkorrigierend oder optisch großartig erscheint. Und diese Vierzeiler werden eben auch in Jian Qi, in den Zwei-Zeichen-Punkt trainiert, der die Atmung rhythmisiert, ohne dass wir den heiligen Weg, das Tao, vorwegnehmen, sondern eben nicht darauf achten müssen, ob wir gerade ein- oder ausatmen oder verkehrt oder richtig atmen, sondern sich die Atmung bis zur Qi-Kultivierung automatisch einstellt, so wie das heilige Anwesen, das Tao, das eben für richtig befindet. Da muss man vorsichtig sein. Ti heißt nicht nur Test, auch Tipp. Und Tipp wird dann auch das halbe heilige Anwesen. Also nicht das wirklich heilige Anwesen. Da kann man Huan der Täuschung verfallen, aber dafür wird die langsame Übung viel verlacht. Und genau die langsame Übung ist von dieser Verführungs- und Handlungsfreiheit eigentlich erhaben, wenn das so richtig ist. Also ich mach das mal vor. Der Tiger dreht sich um.
so zum Beispiel. Und viele andere Geschichten. Kranich tanzt in der Abendsonne. Oder stellen Sie sich da was Tolles vor.